Ja, herzlich willkommen zurück bei den Grenzflächen in der Verfahrenstechnik. Jetzt wollen wir in der Vorlesung wirklich richtig in den Stoff einsteigen, nachdem wir beim letzten Mal einfach so eine kleine generelle Einführung gemacht haben. Und heute soll es in erster Linie gehen um flüssige Grenzflächen. Und das wird nicht nur heute so sein, sondern auch in den nächsten Wochen. Also das Kapitel unterteilt sich in drei Unterkapitel, sage ich mal. Heute werden wir uns beschäftigen mit Tensiden, also sogenannten oberflächenaktiven Materialien. Und wir werden dann lernen, warum es eigentlich sinnvoll ist, sich die Hände mit Seife zu waschen, anstatt einfach nur mit Wasser. Dann werden wir in den nächsten Stunden uns über den Kontaktwinkel unterhalten, also wie genau eine Flüssigkeit mit einer Oberfläche wechselwirkt und was für eine Form dann dieser Wassertropfen annimmt. Und das wird uns dann eigentlich ziemlich direkt zu dem sogenannten Lotus-Effekt führen, also zu der Herstellung von superhydrophoben Oberflächen, die extrem gut Wasser abweisen können. Und im letzten Teil der Vorlesung werden wir dann schauen, was passiert, wenn man so eine Wassergrenzfläche krümmt. Und dann entstehen sogenannte Kapillareffekte, die zum Beispiel dafür verantwortlich sind, dass ihr Sandkuchen, wenn sie am Strand sind, besser zusammenhält, wenn sie feuchten Sand nehmen, als wenn sie trockenen Sand nehmen. Aber gut, steigen wir mal ganz langsam ein. Also, es wird darum gehen, dass wir erstmal das Konzept von der Oberflächenenergie versuchen zu verstehen, und werde ich Ihnen ein bisschen näher bringen. Dann schauen wir, was das bei flüssigen Grenzflächen bewirkt. Das ist die sogenannte Oberflächenspannung. Die können Sie hier eigentlich schon ganz gut visualisiert sehen an dem Wasserläufer, der tatsächlich auf dem Wasser laufen kann. Das soll ja für manche Menschen auch gelten. Bei Tieren ist es zumindest sehr gut belegt. Dann gehen wir weiter zur Benetzung und der Drei-Phasen-Kontaktlinie. Also das ist genau das, was ich vorher angesprochen habe, wie ein Tropfen auf einer Oberfläche sitzt und was der für eine Geometrie annimmt. Das ist dann auch der sogenannte Kontaktwinkel. Dann gehen wir weiter zu den Lotus-Effekt und den superhydrophoben Oberflächen und letztendlich gehen wir dann in Kapillarität, um was passiert, wenn sich Grenzflächen krümmen. Aber jetzt möchte ich erst noch mal so ein bisschen philosophischer werden. Also ich hatte ja letzte Stunde schon die Frage gestellt, was ist eigentlich eine Grenzfläche? Wie sieht die aus? Und dann haben wir das beantwortet, dass das im Prinzip die Phasengrenze ist zwischen zwei Phasen. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen genauer an, was das eigentlich bedeutet. Also typischerweise ist die in eine Richtung sehr ausgedehnt. Sie können an eine Wasseroberfläche denken. Im Prinzip kann das ganze Meer ist eine geschlossene Wasseroberfläche. Aber das ist eben nur in die laterale Richtung, also in der Ebene. Allerdings ist, wenn man rausgeht, ändert die sehr schnell ihre Eigenschaften. Man kommt sozusagen von der flüssigen Phase in eine gasförmige Phase. Und innerhalb von wenigen Moleküllagen, das habe ich auch hier geschrieben, a few molecules in diameter, also nur ein paar Moleküllagen, geht man direkt von, in dem Fall jetzt Wasser, zu Luft. Und eins der wichtigsten Konzepte, ich würde sagen von der ganzen Vorlesung, die wir behandeln werden, ist, dass Grenzflächen immer eine höhere Energie haben als eine homogene Phase. Und da gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Aber erstmal zeige ich Ihnen das so, wie man sich das vorstellen kann. Also hier haben wir eine typische Wasseroberfläche. Wir haben festes Wasser, wir haben Luft. Und dazwischen ist eben so eine ganz dünne Grenzschicht. Die nennt sich auch Gibbs Dividing Surface, also die Oberfläche, die sozusagen diese beiden Materialien trennt. Und die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Und zwar machen wir das so, dass ich kurz an die Tafel gehe und hier das Licht anschalte. Und wir schauen uns zwei Aspekte an. Zum einen schauen wir uns an eine Flüssigkeit, die an einem Feststoff sitzt. So, jetzt habe ich hier dieses Problem, dass das da ist, aber wir ignorieren das einfach. Das ist so ein Bug, den anscheinend mein Computer hier entwickelt, dass er manchmal das nicht komplett ausblendet. Aber wir integrieren das einfach direkt in die Skizze und sagen, hier ist die feste Oberfläche. Und hier haben wir irgendwie eine Flüssigkeit drüber. So, das Erste, was wir wissen, wahrscheinlich noch aus irgendwelchen Grundvorlesungen oder auch aus der Schule, feste Oberflächen, sehr häufig, vor allem kristalline Oberflächen, sind geordnet. Flüssige Oberflächen hingegen sind nicht geordnet. Das heißt, die Moleküle in der Flüssigkeit können sich mit einigen Einschränkungen irgendwie frei bewegen. Das heißt, wenn ich hier meine Moleküle irgendwie hinmale, ja, dann sind die irgendwie komplett ungeordnet. Das ist das typische, charakteristische Merkmal von der Flüssigkeit. So, wenn jetzt aber eine Flüssigkeit auf eine Oberfläche kommt, dann herrschen in der Regel attraktive Wechselwirkungen zwischen der Oberfläche und der Flüssigkeit. Auch dazu werden wir später noch ein bisschen mehr lernen, woran es liegt. Aber ganz generell adsorbieren Moleküle relativ gut auf Oberflächen. So, und dadurch, dass die Oberfläche jetzt sehr glatt und gut gepackt ist,
ist davon auszugehen, dass auch die Moleküle hier eine sehr gute Packung formen können. Und wie man das typischerweise einzeichnet, ist, dass die Moleküle einen sogenannten Dipol haben. Ich zeichne es einfach mal ein. Das heißt, die Ladung in dem Molekül ist nicht gleich verteilt und das sorgt dafür, dass sie sich sozusagen an Ladungen auf der Oberfläche ausrichten können. Denken Sie ein bisschen an Magneten. Wohingegen hier alle Dipole vollkommen unregelmäßig verteilt sind. So, und jetzt ist irgendwie klar, wenn ich mir die Situation anschaue, dann habe ich schon den Effekt, dass hier offensichtlich ein Übergang stattfindet von was Geordneten zu was Ungeordneten. Wenn ich jetzt also hier weiter meine Wassermoleküle hinmal oder meine Flüssigkeitsmoleküle, dann werden die hier immer noch ein bisschen die Anziehung von der Oberfläche spüren. In der zweiten Reihe und in der dritten Reihe löst sich das immer mehr auf und irgendwann ist man komplett in der Flüssigkeit. Und das wiederum bedeutet, wenn Sie sich das jetzt anschauen, dass eigentlich, also hier haben wir irgendwie so den Grenzbereich, dass in dieser Grenzregion sich eine Flüssigkeit gar nicht wie eine Flüssigkeit verhält, weil eben keine komplett ungeordnete Struktur da ist, sondern irgendwie ein Effekt von der Oberfläche sich auf die Flüssigkeit induziert. Und das kann man jetzt auch noch ein bisschen genauer beschreiben. Wenn ich mir jetzt mal hier so ein Intensitätsprofil in die Richtung anschaue, also die Anzahl der Moleküle oder die Dichte der Moleküle, entlang der, ich nenne das hier mal Z, entlang der Ebene senkrecht zu dem Substrat. Dann habe ich hier erstmal natürlich, fass mal noch ein bisschen hoch, am Substrat keine Dichte. Und dann komme ich hier rein und an der Ebene 0 habe ich eine sehr hohe Dichte. Wenn ich jetzt zwischen diese beiden Schichten komme, sind offensichtlich dazwischen drin relativ wenig Moleküle. Dann komme ich hier hin, da habe ich wieder mehr Moleküle. Dann komme ich hier hin, habe wieder weniger Moleküle. Und so sieht man, dass es dann so eine oszillierende Bewegung kommt. Und diese Oszillation, ich habe das mal hier hin, sind ein typisches Zeichen, dass eben hier irgendwas nicht stimmt und eine Flüssigkeit sich nicht genauso verhält, wie man es eigentlich von der Flüssigkeit erwarten würde. Und ungefähr ab hier, also ab so ein paar Moleküllagen, hat man hier jetzt eine homogene flüssige Phase. Das heißt, an dieser Festflüssiggrenzfläche passiert schon mal irgendwas, was nicht zu erwarten ist unbedingt. Und jetzt gucken wir uns als nächstes an, was hier an der Oberfläche von flüssig zu gasförmig passiert. Jetzt fahre ich hier die Tafel noch mal ein Stückchen runter. Also hier war irgendwie fest. Flüssig und hier schauen wir jetzt an, flüssig, und Sie werden sehen, das gleiche gilt auch für fest. Also hier male ich jetzt nochmal ein paar Moleküle hin und sag mal, hier ist irgendwie die Grenzfläche. Die Flüssigkeit ist insgesamt ungeordnet. Und jetzt vergleiche ich zwei verschiedene Systeme. Und zwar nehme ich hier zwei verschiedene Farben. Ich vergleiche jetzt mal hier das Molekül an der Grenzfläche mit, ich sag mal, dem Molekül hier, was nicht genau an der Grenzfläche sitzt. Und jetzt muss man als erstes überlegen, eine Flüssigkeit oder auch ein Feststoff kann eigentlich nur entstehen, wenn zwischen den einzelnen Molekülen attraktive Wechselwirkungen herrschen. Das heißt, wenn sich die Moleküle irgendwie anziehen.
Und auch hier muss ich ein bisschen vorausgreifen. Das ist was, was wir in den späteren Teilen der Vorlesung noch viel genauer uns anschauen werden. Hier wirken insbesondere sogenannte Van der Waals-Kräfte, die einfach jedes Molekül, egal welche Art, miteinander anzieht. Ohne solche Kräfte würde es einfach nur gasförmige Materialien geben. Und der Grund, warum ich hier stehen kann, als festes Wesen, Wasser trinken kann, auf eine feste Tafel schreiben kann, ist nur darauf zurückzuführen, dass irgendwie die Moleküle zusammenhalten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Auf der molekularen Ebene ist es gut, so viele Freunde wie möglich zu haben oder so viele Nachbarn wie möglich, weil die alle durch günstige Wechselwirkung mit mir meine Energie verringern. So, jetzt schauen wir mal an, wie es hier mit den Nachbarn aussieht. Das Molekül ist im sogenannten Bulk, also im Volumen in der Phase, und das hat jetzt hier in der Flüssigkeit, so wie ich es gemalt habe, ein Nachbar, zwei Nachbarn, drei, vier, fünf und sechs. So, andererseits, wenn ich mir jetzt das Molekül hier anschaue, dann sehe ich, es hat natürlich auch Nachbarn, ne, nämlich den hier, den hier und den hier und den hier, aber offensichtlich fehlen auch Teile. Ne? Es hat nämlich keine, ich mache es mal hier so hin, keine Nachbarn in die Richtung. Das heißt, was ist die Konsequenz? Molekül an der Oberfläche hat zum ersten weniger Nachbarn. Und weniger Nachbarn bedeutet, wie gesagt, auch automatisch weniger attraktive Wechselwirkung. Und zum anderen, das ist der eine Punkt, das sehen Sie ganz deutlich, und zum anderen hat er nicht nur weniger Nachbarn, sondern die Nachbarn sind auch ungleich verteilt. Und ungleich nennt man auch anisotrope Verteilung. Hoppla. Und was bedeutet eine anisotrope Verteilung? Das heißt, die ganzen Wechselwirkungen, die ja attraktiv sind, in dem Molekül ziehen die in alle Richtungen, das heißt, insgesamt entsteht keine Nettokraft, weil sich alles ausgleicht, aber hier, in dem Fall, ziehen die viel mehr nach hier unten und an die Seite als nach oben, weil oben keine Nachbarn sind. Das heißt, hier entsteht eine gerichtete Kraft, die in das Volumen rein zeigt. Und diese Kraft, die von den anderen Molekülen auf das Molekül auf der Oberfläche ausgeübt wird, ist letztendlich die Oberflächenspannung. Na, das sorgt dafür, dass das Molekül in die Phase reingezogen wird und nicht einfach verschwindet und verdampft und sowas. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur für eine flüssige Grenzfläche, das Gleiche gilt auch für eine feste Grenzfläche. Na, und da haben Sie jetzt ein ganz ähnliches System, nur ich mache jetzt mal hier als Beispiel irgendwie ein Metall. Da haben Sie jetzt nur eine ganz geordnete Struktur. Sieht so aus. Aber auch hier ist wieder das Gleiche. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier vergleiche, der irgendwie in alle Richtungen seine Nachbarn hat, mit jetzt dem hier, der nur hier die Nachbarn hat, dann sehen Sie schon, dass dieses Molekül oder Atom weniger attraktive Wechselwirkung hat.
Und das führt natürlich dann auch noch dazu, vielleicht sollte man es auch noch direkt dazu schreiben, dass es hat eine höhere Energie. Und bei Flüssigkeiten bleibt es im Prinzip in diesem Szenario stehen. Bei Metallen könnt ihr sich vorstellen, es gibt auch immer mal Atome, die hier einzeln oben drauf sitzen. Oder ich weiß, manchmal ein bisschen übertriebener. Hier gibt es sowas. Und dann sehen Sie, dass natürlich das Atom hier, das mache ich jetzt mal noch mit einer anderen Farbe, um es ganz deutlich zu machen, hat natürlich eine noch höhere Energie, ne? Weil das hat jetzt hier nur noch zwei Nachbarn. Das heißt, die Energie dieses Atoms ist viel höher als die Energie dieses Atoms und dies wiederum viel höher als die Energie von dem Atom im Volumen. Und das erklärt Ihnen auch direkt, warum katalytische Reaktionen so gut an Oberflächen ablaufen. Wenn ich ein Molekül habe, was eine höhere Energie hat, ist es natürlich viel mehr drauf bedacht und irgendwie, ich sag mal, gierig, neue Freunde zu machen und kann deshalb ein Molekül, was hier aus der Gasphase ankommt, ich sag mal irgendwie, keine Ahnung, ein viereckiges Molekül, kann das hier an der Grenzfläche adsorbieren. Dadurch bekommt es einen Nachbar mehr und dadurch kann möglicherweise eine katalytische Reaktion ablaufen, die das hier wieder rauswirft und deshalb eine Veränderung durchführt. Und das wäre jetzt hier der Grund, warum Katalyse oft an Oberflächen abläuft. Aber da soll es jetzt auch nicht drum gehen, sondern wir wollen uns ja erstmal mit flüssigen Grenzflächen beschäftigen. Und da ist eben das Besondere, dass die Grenzfläche nicht besonders definiert ist. Es ist keine Kristallstruktur, sondern eine amorphe Oberfläche. Und es entsteht dadurch, dass man hier diese anisotrope Verteilung hat, hat man eine Kraft, die nach unten zieht. Und das ist eben die Oberflächenspannung. Gut, jetzt fahre ich hier mal, vielleicht wische ich es mal direkt wieder sauber. Ja, wir lassen es nochmal kurz stehen. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Und dann mache ich wieder den Beamer hier an. So, also Sie sehen hier nochmal auf den Folien, was ich gerade angemalt habe, dieses Dichteprofil von den Molekülen an der Oberfläche. Ja, Sie sehen also auch, dass sich flüssige Moleküle an der Grenzfläche sich nicht wie eine normale Flüssigkeit verhalten. Und Sie sehen auch, was ich danach noch gesagt habe, dass die Oberflächenspannung resultiert aus diesem Zug von den Atomen im Volumen an den Atomen an der Oberfläche. Das ist genau das, was Sie jetzt hier sehen. Okay, so jetzt stellt sich die Frage, wie beschreibt man denn sowas? Dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten und was wir typischerweise natürlich machen wollen, ist ein thermodynamisches Modell dazu finden. Das schreibe ich jetzt mal kurz hier auf. Und wir müssen natürlich jetzt auch nicht in die komplette Diskussion von thermodynamischen Aspekten reingehen. Das haben Sie ja schon im ersten Teil der Vorlesung bzw. in dem Modul von der chemischen Thermodynamik gehört. Aber ich fasse mal ganz kurz zusammen. Es gibt natürlich verschiedene thermodynamische Zustandsfunktionen, die man verwenden kann, um sowas zu beschreiben. Eine davon ist zum Beispiel die Helmholtz-Energie. Eine andere wäre die Gibbs. Andere wäre eine Gibbs-Energie und beide beschreiben, wie sich die komplette Energie von einem System ändert, wenn sich irgendwas ändert. Na, und ein Beispiel wäre jetzt für die Helmholtz-Energie, ich schreibe das mal auf. Helmholtz-Energie ist eine Funktion von Volumen und Temperatur, die Gibbs-Energie ist eine Funktion von Volumen und Druck. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was sich verändert, welche von den beiden man dann nehmen will, aber eine Änderung von der Helmholtz-Energie in einem System bedingt immer eine Änderung in der Temperatur. Und vielleicht erinnern Sie sich aus Ihren PC-Vorlesungen, dass es da immer diese Zustandsfunktionen gibt, die man dann miteinander in Verbindung setzen kann. Wer das noch nie gehört hat, den empfehle ich, das nachzulesen in dem Buch Atkins, Physikalische Chemie. Da gibt es ganze Kapitel, oder im Prinzip ist die Hälfte des Buches, geht es nur um diese thermodynamischen Zustandsfunktionen. Und dann haben wir hier ein minus P dV. Und Sie sehen, das ist genau hier Funktion von Temperatur und Funktion von Volumen. Und dann gibt es natürlich noch einen Term, der die Komponenten beinhaltet. Das ist dann hier die Summe aus μ, Summe über E gleich 1 bis N.
μDNI, das ist die Zusammensetzung von dem System, also das chemische Potential, das heißt das μ hier und die Anzahl der Partikel. Ich schreibe das vielleicht nochmal hin. Das ist das chemische Potential. Und das würde ich vielleicht mal ganz generell als der Zustand des Systems, also was für eine Temperatur haben die Moleküle, was für ein Volumen haben die Moleküle und so weiter. So, das ist einfach ganz normal die Thermodynamik von einem einphasigen System. Wenn wir jetzt die Oberfläche mit dazu nehmen, müssen wir irgendwie berücksichtigen, dass die Moleküle an der Oberfläche eine höhere Energie haben als die Moleküle im Volumen, also als das, was ich jetzt hier beschreibe. Das heißt, je mehr Oberfläche ich habe, desto größer müsste die freie Helmholtz-Energie werden. Das heißt, irgendwie fehlt, wenn Sie so wollen, ein Korrekturterm, der dieser Zustandsfunktion angibt, dass Moleküle an der Oberfläche die Energie von dem System, wenn Sie so wollen, bestrafen. Also müsste die größer werden. Und das macht man über einen weiteren Term, und den nennt man plus Gamma dA. Ich sage gleich noch was dazu. Das ist also der Oberflächenterm. Und dieser Oberflächenterm, der beschreibt die Zunahme in der Oberfläche A. Die geht positiv in die Helmholtz-Energie ein. Das heißt, je mehr Oberfläche, desto schlechter für das System, wenn Sie so wollen, desto höher wird die Energie. Und der Proportionalitätsfaktor, mit dem man das beschreibt, ähnlich wie das chemische Potential hier, ist die Oberflächenspannung. Das gibt sozusagen an, wie viel Energie jedes einzelne Molekül an der Grenzfläche mehr hat als im Volumen. Spannung, das ist dieses Gamma hier. Und damit kann man natürlich das dann auch, passen wir mal ein Stückchen hoch, definieren. Das heißt also, das Gamma, was man oft irgendwie messen will oder beschreiben will, ist dann einfach die Ableitung der Helmholtz-Energie nach der Oberfläche. dF nach dA, insbesondere wenn alles andere konstant gehalten wird. Also in dem Fall die Temperatur, das Volumen und die Zusammensetzung. Gut, das heißt, so kann man ganz generell thermodynamisch sozusagen den Effekt von der Oberfläche auf die, wenn Sie so wollen, Balance der Energie beschreiben. Und jetzt haben wir auch eine Möglichkeit, irgendwie die Oberflächenspannung, also den Parameter abzuleiten. Jetzt stellt sich die Frage, wie misst man denn sowas? Ich schreibe das vielleicht mal hier hin. Da gibt es verschiedene Methoden, die werde ich Ihnen auch im Detail auf den Folien vorstellen. Für das Erste möchte ich jetzt einfach mal Ihnen ein System vorstellen, das ist relativ einfach. Wir haben hier, ich mache mal ein Stück hoch, dann stört das hier nicht so. Wir haben hier eine Wasseroberfläche oder eine Flüssigkeitsoberfläche. Und da hängen wir jetzt hier ein Plättchen rein. Und das nennt sich das sogenannte Wilhelmi-Plättchen. Und es ist typischerweise einfach ein ganz dünnes Metallplättchen, was wir in die Oberfläche reinhängen. Und das verbinden wir hier mit einer sehr feinfühligen Waage. So, was macht jetzt dieses ganze Setup? Ich tauche dieses Plättchen hier in die Waage rein. Wenn ich jetzt mal hier reinzoome und von da drauf schaue, dann hängt das Plättchen jetzt hier an der Flüssigkeit. Und wenn es in die Flüssigkeit reinkommt, dann wird die Flüssigkeit das Plättchen benetzen. Das heißt, es bildet sich irgendwie sowas hier aus. Und hier ist alles
die Flüssigkeit. So, und jetzt wird es benetzt und wird dadurch in die Oberfläche, in die flüssige Phase reingezogen. Weil hier natürlich auch die ganzen Moleküle an der Oberfläche eine höhere Energie haben und deshalb dafür sorgen wollen, dass diese Kraft das Blättchen nach Möglichkeit reinzieht. Das heißt, ich messe jetzt hier an der Waage, messe ich den Zug von der Flüssigkeit auf dieses Blättchen. Und der Zug ist natürlich eine Arbeit. Ja, und das heißt, ich habe jetzt hier eine Arbeit, die verrichtet wird an dem Plättchen und die ich über die Waage sozusagen auflöse oder messen kann. Und dieses dW muss proportional sein zu der Fläche von dem Plättchen, die von der Flüssigkeit sozusagen angegriffen wird. Das heißt, wir haben hier dW ist proportional zu dA, und wenn Sie schon das jetzt vergleichen mit der thermodynamischen Zustandsfunktion da oben, muss der Proportionalitätsfaktor dafür die Oberflächenspannung Gamma sein. Das heißt, wir müssen jetzt, unsere Strategie ist, wir müssen irgendwie ein definiertes System bauen, bei dem wir systematisch dieses dA verändern können, die Arbeit aufzeichnen und dann daraus die Oberflächenspannung bestimmen. Und das ist genau das, was wir hier machen. Dadurch, dass das Plättchen hier eingetaucht wird, wird die Oberfläche gekrümmt. Dadurch verändert sich die komplette Oberfläche. Das bedingt diesen Zug und damit haben wir eine zusätzliche Kraft, die können wir messen und dann können wir das bestimmen. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist überlegen, wie verändert sich jetzt die Oberfläche, wenn ich das Plättchen hier eintauche. Und das ist eigentlich relativ einfach. Also wir haben die Arbeit hier. Also ich sag mal hier Wilhelmi. Vielleicht so. Wir haben den Ansatz, dass wir eine Arbeit messen. Arbeit physikalisch ist immer Kraft mal Weg. Also das ist F dx. Und das ist auch nach unserer Thermodynamik hier Gamma mal dA. Und jetzt müssen wir nur noch die gesamte Oberfläche ausdrücken aus der Geometrie hier. Also wir können das auch erstmal nennen, ist gleich Gamma mal L dx, weil die Oberfläche natürlich immer eine Länge ist, mal eine Breite. Okay, das heißt, wir können jetzt hier eine Kraft, die wir messen können, ins Verhältnis setzen zur Oberflächenspannung und zu den Dimensionen hier der Kontaktfläche. Und dieses dx ist dann, wie hoch sich die Flüssigkeit zieht, also quasi der Wert hier. Gut, wenn wir das machen, dann müssen wir jetzt nur überlegen, wie wir das L bestimmen können. Ist hier streng genommen nicht richtig, das ist nicht die Fläche an sich, sondern ist die Länge der Kontaktfläche. Also es ist LDX ist die Kontaktfläche. Ist die Länge des Plättchens hier. Und das ist natürlich relativ einfach, wenn Sie sich jetzt überlegen, das Plättchen hat eine bestimmte Dicke. Wenn ich das nochmal hier so ein bisschen genauer hinmal. Irgendwie ungefähr so. Dann hat es hier eine Länge W und eine Dicke D. Und dann ist L einfach zweimal das hier, ne, nämlich hier hinten und hier vorne und zweimal das hier. Das heißt, ich kann das hier alles umformen und bekomme dann Gamma. Das ist das hier, ist gleich, oder vielmehr das hier, das dx kürze ich hier raus, ist dann F durch L. Ein bisschen ordentlicher. F durch L, und das ist einfach nur F durch die Dimension des Plättchens. F durch 2 mal W plus 2 mal D. Und das bedeutet, ich kann also eine Kraft aufzeichnen, die kommt aus der Waage, aus der Messung an sich,
Ich habe die Dimension von dem Plättchen, indem ich einfach messen kann, wie dick das ist und wie lang das ist. Und aus diesen beiden Werten kann ich dann direkt die Oberflächenspannung ausrechnen. Das heißt, die Oberflächenspannung ist wirklich genau proportional zu der Kraft, die an dem Plättchen zieht. Und das will ich eben oft bestimmen, um zu wissen, was ist für eine Flüssigkeit, was hat die Flüssigkeit für Eigenschaften. Sie werden gleich sehen, was kann ich der Flüssigkeit zugeben, damit sich die Oberflächenspannung verändert und so weiter und so fort. Also das ist dieser Wert Gamma hier, der wirklich ganz zentral ist für flüssige Oberflächen und vor allem, wenn Sie so wollen, für die Arbeit mit flüssigen Oberflächen. Okay, also das ist die sogenannte Wilhelmi-Methode. Und jetzt fahre ich hier mal runter und stelle Ihnen gerade noch ich hätte auch das Licht anschalten können. Na gut, ich hoffe, man hat es trotzdem gesehen, aber ich denke, das sollte okay sein. Also hier haben wir das besprochen. Wir haben besprochen, dass wir hier die Oberfläche verändern müssen. Und das ist jetzt genau dieser Ansatz von der Wilhelmi-Platte. Hier sehen Sie es noch ein bisschen schöner. Das ist die Wilhelmi-Platte an sich, die jetzt hier in so eine blau gefärbte Flüssigkeit eingetaucht ist, einfach damit man es besser sehen kann. Und dann sehen Sie hier die kleine Rechnung, die wir gerade aufgemacht haben. Also die Arbeit ist proportional zur Kraft und dann können wir das ausdrücken über die Länge mal der Höhe von dieser Benetzbarkeit. Und jetzt sehen Sie eben hier, dass man dann Gamma genau ausrechnen kann. Und hier sehen Sie nochmal genau die Dimensionen, die man hier hat sozusagen. So, das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz ist ganz ähnlich. Der hat den wunderschönen Namen Dünü-Ring. Und dieser Dünü-Ring macht im Prinzip das gleiche wie das Plättchen, nur dass wer kein Plättchen hat, sondern hier einen Ring. Und hat in der Regel ein bisschen größere Kontaktfläche und kann ein bisschen einfacher zu messen sein, aber das sind technische Details. Also auch hier hat man den Ring, den bringt man jetzt in die Flüssigkeit ein, setzt den sozusagen auf die Oberfläche und misst dann, wie stark die Oberfläche an dem Ring zieht oder beziehungsweise wie viel Kraft man braucht, um den Ring wieder rauszuziehen aus der Flüssigkeit. Und dann ist das Einzige, was sich jetzt hier ändert im Vergleich zu der Methode, die wir gerade diskutiert haben, ist, dass die Geometrie ein bisschen anders ist. Und Sie sehen hier, dass jetzt die Kraft eben auch aus den geometrischen Parametern von dem Substrat hier sozusagen resultiert. Sie haben also den Umfang einmal innen, das ist 2π mal r innen, das ist praktisch der Innenring hier. Und an der Außenseite klebt auch eine Flüssigkeit, das heißt, Sie haben auch 2π mal r außen, sozusagen jetzt hier in drei Dimensionen. Die Oberfläche von dem Ring oder der Umfang von dem Ring und auch das ist wieder proportional zu Gamma. Also das hier ist wiederum das dx oder ldx und das ist Gamma und dann können Sie es wieder umstellen und können das Gamma daraus bestimmen. Also so macht man das tatsächlich im Labor. Es gibt noch eine ganz elegante Methode, das ist die sogenannte Pendant-Drop-Methode oder die Methode des hängenden Tropfens. Und das ist das, was man typischerweise anwendet. Und zwar basiert es auf folgendem Gedanken. Man hat hier eine kleine Kapillare, ist typischerweise so eine Kanüle von der Spritze. Und aus der lässt man jetzt einen Tropfen langsam raus. Der Tropfen hängt also da, an dem Ausgang der Kanüle. Und irgendwann ist die Gravitation so stark, dass der Tropfen hier runterfällt. Das kennen Sie von Ihrem Wasserhahn, genau das gleiche hier. Aber genau an dem Moment, bevor der Tropfen runterfällt, gibt es irgendwo ein Kräftegleichgewicht zwischen der Schwerkraft, die hier nach unten zieht, zwischen der Schwerkraft, die hier nach unten zieht und der Kapillarkraft oder der Oberflächenspannung, die hier an diesem Ring wirkt und dafür sorgt, dass der Tropfen sozusagen kleben bleibt und von der Oberflächenspannung gehalten wird. Das heißt, Sie haben wirklich ein Kräftegleichgewicht zwischen Oberflächenspannung und Gravitation und dann muss man das nur noch ausrechnen oder gleichsetzen. Das ist relativ einfach. Mg ist die Schwerkraft, die wirkt auf den Tropfen. M ist die Masse, G ist die Erdbeschleunigung. Und was dagegen wirkt, ist dieses L hier. Das ist in dem Fall der Umfang von dem Ring. 2π mal dem Radius der Kapillare. Das ist quasi das hier. Und auch wieder als Proportionalitätsfaktor die Oberflächenspannung. Und auch aus den Werten können Sie jetzt direkt durch Umstellen das Gamma bestimmen. Also Sie sehen, das Prinzip ist immer das gleiche. Das Einzige, was sich ändert, ist ein bisschen die Geometrie. Und heutzutage ist es noch ein bisschen einfacher. Es gibt ein Computerprogramm, der schaut sich den Tropfen an, kennt die ganzen Dimensionen natürlich ganz genau, also insbesondere das hier, und rechnet dann automatisch die Oberflächenspannung aus. Und die bekommen Sie dann einfach ausgespuckt aus dem Computerprogramm. Gut. Also so ist das mit der Oberflächenspannung. Jetzt gehe ich nochmal kurz zurück zu dem molekularen Bild. Fasse nochmal zusammen. Also Wechselwirkung zwischen Molekülen
sind immer attraktiv. Es gibt verschiedene, aber insgesamt, insbesondere sind Van der Waals-Kräfte dafür verantwortlich. Teilweise auch Wasserstoffbrückenbindungen, so denn welche da sind. Und an der Grenzfläche gibt es eben weniger Nachbarn und ein anisotropes Umfeld, was dazu führt, dass sich eine Oberflächenspannung ausbildet, die die Moleküle in die Mitte zieht. So, das sehen Sie jetzt hier wiederum. Und da schließt sich jetzt natürlich eine logische Frage an. Warum sind denn die Grenzflächenspannungen oder die Oberflächenspannungen unterschiedlich für unterschiedliche Materialien? Ja, und wenn Sie mir nicht glauben, dass es so ist, habe ich Ihnen mal hier eine Tabelle mitgebracht, die verschiedene Flüssigkeiten vergleicht. Und was Sie jetzt hier sehen, ist Pentan, Hexan, Heptan, also einfach Alkane. Und die Oberflächenspannung ist hier in der Mitte gegeben. Und Sie sehen 16, 18, 20 Grad. Also es verändert sich mehr und mehr und mehr und wird immer größer. Das ist der erste Punkt. Wenn Sie jetzt andere Materialien vergleichen, also zum Beispiel Ethanol, Toluol, sind so typische organische Lösungsmittel, die haben dann leicht höhere Oberflächenspannungen. Dann ist ein ganz großer Unterschied zu Wasser. Das sehen Sie hier, hat ungefähr 72 Millinewton pro Meter als Oberflächenspannung. Und dann haben Sie hier Metalle. Quecksilber kann man glücklicherweise bei 20 Grad vergleichen, weil Quecksilber bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit ist. Und es hat eine Oberflächenspannung von fast 500 Millinewton pro Meter. Und wenn Sie dann Gold oder Platin oder sowas vergleichen, dann müssen Sie natürlich irgendwie zu höheren Temperaturen gehen, weil Gold und Platin eben nicht flüssig sind bei Raumtemperatur. Aber dann haben die ganz immense Werte an Oberflächenspannungen. So, und jetzt wäre die Frage, warum ist das eigentlich so? Na, denken Sie mal kurz drüber nach. Was ist der Unterschied zwischen den einzelnen Materialien? Und während Sie denken, kann ich Ihnen vielleicht gerade noch kurz erklären, warum wird eigentlich die Oberflächenspannung in Millinewton pro Meter angegeben? Das ist eigentlich relativ klar, wenn Sie, kurz schauen, ausschalten, nochmal hier zurückgehen auf dieses Ding hier. Also es wird immer angegeben, Gamma in Kraft pro Fläche. Eine Kraft hat die Einheit Newtonmeter. Und es wird durch eine Fläche geteilt, also durch Quadratmeter. Und das heißt, Sie kürzen hier einen Meter raus und es kommt raus Newton pro Meter. Und da können Sie natürlich dann bequemerweise auch Millinewton pro Meter draus machen, wenn das denn einfacher ist. Ich mache nochmal kurz das Licht an, was jetzt auch nur noch eins davon geht. Aber gut, jetzt kommt das zweite auch. Nur für den Fall, dass man es vorhin nicht gesehen hat, können Sie es jetzt nochmal genauer anschauen. Also, Oberflächenspannung wird gegeben in Millinewton pro Meter und Ihre Aufgabe ist jetzt, während ich die Tafel wische, mir zu sagen, oder in dem Fall vielleicht auch sich selbst zu sagen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Pentan oder Hexan oder Heptan und Wasser und zum Beispiel Quecksilber. So, werden Sie sicher schon erraten haben, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass die Kräfte, die zwischen den einzelnen Molekülen wirken, ganz unterschiedlich sind. Na, wenn Sie zum ersten vergleichen, ein hydrophobes Alkan ist einfach nur irgendwie eine lange Kette an C-Atomen und die kann nur wechselwirken über Van der Waals Kräfte. Also ich mache es mal hier hin. Da herrscht irgendwie eine attraktive Wechselwirkung, aber es ist eben nur eine Art von Wechselwirkung. Und wenn ich das vergleiche mit Wasser, dann wissen Sie ja, dass Wasser einen starken Dipol hat. Also zum einen ist es polar und die Elektronen hängen hier auf dem Wasser. Das heißt, man kann das schon mal irgendwie so schreiben, dass hier die Elektronen
unklar verteilt sind. Das heißt, sie haben Anziehung zwischen zwei Dipolen. Wenn es das zweite Wassermolekül so kommt, dann ist hier eben eine starke Anziehung. Und noch stärker ist, sie haben Wasserstoffbrückenbindungen. Das heißt, sie haben hier zum nächsten Wasser immer attraktive Wechselwirkungen, die sehr stark sind. Das heißt, Wasser, hier hat man nur van der Waal, also sogenannte hydrophobe Wechselwirkungen. Und hier hat man auch noch Wasserstoffbrückenbindung. Die kürzt man typischerweise ab, ist H-Bonding oder H-Brücken, ne? Weil die über den Wasserstoff laufen. Das heißt, Wasser kann einfach viel stärker miteinander wechselwirken. Und das ist genau der Grund, warum die Oberflächenspannung größer ist. Sie können sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Die Oberflächenspannung ist ja die Kraft oder die Anziehung zwischen den Molekülen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen zum einen vielleicht irgendwie eine kleine Klippe überkommen und müssen dazu eine Menschenkette bilden. Was jetzt die Alkane nur machen können, ist, dass sich alle Menschen so nebeneinander stellen. Die haben zwar Wechselwirkungen und man kann sich jetzt irgendwie zusammenquetschen, aber es ist eben nur die Wechselwirkung, die die Körper durch Reibung aufeinander auswirken. Und dann ist ja klar, dass so ein Konstrukt relativ instabil ist. Und bei Wasserstoffbrücken haben Sie wirklich, wenn Sie so wollen, wie Hände, die Sie sich gegenseitig geben können. Und das macht natürlich die ganze Oberfläche viel stabiler und sorgt dafür, dass ein viel stärkerer Zug ist innerhalb der Oberfläche. Und das gibt eine viel höhere Oberflächenspannung. Ja, und wie ist das dann mit dem Quecksilber? Da ist es natürlich irgendwie noch einfacher. Quecksilber ist ja ein Metall und hat entsprechend auch metallische Bindungen. Und die sind viel, viel stärker. Die sind so in der Größenordnung von einer typischen chemischen Bindung, also einer kovalenten Bindung, quasi der Bindung zwischen den beiden hier. Und das sieht man eben daran, dass es eine viel, viel stärkere Anziehung hat. Gut, und im Alltag beobachten Sie natürlich den Effekt relativ klar. Quecksilber, ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal ein Thermometer runtergefallen ist, bildet sofort ganz kleine Tröpfchen, weil die Oberflächenspannung, ja, wie Sie gesehen haben, die Helmholtz-Energie oder die freie Energie erhöht. Das heißt, das System wird immer bemüht sein, die niedrigstmögliche Oberfläche zu bilden. Das ist nur mal ein Tropfen. Und bei Quecksilber ist die Tendenz eben extrem ausgeprägt, weil die Strafe, die die Moleküle an der Oberfläche bekommen, besonders hoch ist. Wohingegen jetzt bei Wasser kommt es ein bisschen auf die Oberfläche an, aber auch Wasser neigt natürlich immer dazu, Tropfen zu bilden, wo es denn geht. Na, denken Sie dran an Nebel zum Beispiel oder ne, Wassertropfen oder sowas. Und bei Ölen ist es jetzt so, dass sie natürlich in der Schwerelosigkeit auch einen Tropfen bilden würden, weil auch da die Oberflächenspannung oder die Energie der Moleküle an der Oberfläche höher ist. Aber die Strafe, die das Molekül bekommt, ist viel kleiner als bei Wasser. Und deshalb neigen Öle ganz generell dazu, Oberflächen viel stärker zu benetzen. Das macht man sich ja als Schmiermittel zum Beispiel zunutze. Ne, wenn Sie jetzt dran denken, Sie reparieren Ihr Fahrrad, dann nehmen Sie ja immer so ein Kriechöl oder irgendein Öl, was dann sehr gut auf der Kette lang geht oder auf den Bremszügen lang geht und es entsprechend gut benetzt. Das ist alles eine Konsequenz aus den Unterschieden in der Oberflächenspannung. Gut, dann gehen wir mal wieder hier auf die Folie zurück. Ich fahre noch schnell die Tafel hier runter. Also Sie sehen, die Unterschiede lassen sich eindeutig erklären, einfach durch die Unterschiede auf der molekularen Ebene. Das ist natürlich wieder eins dieser Beispiele, wo ein kleiner Unterschied in einem einzelnen Molekül einen riesigen Unterschied makroskopisch ausmacht. Gut, damit ist so viel zu den einleitenden Worten, sage ich mal, zur Oberflächenspannung an sich. Was ich jetzt mit Ihnen besprechen will, ist, wie man die Oberflächenspannung modifizieren kann. Und da wir jetzt in der Welt leben, in die sehr, ich sag mal, wasserbasiert ist, ne, das ist natürlich das Material, aus dem wir hauptsächlich bestehen, mit dem wir waschen, mit dem wir kochen, mit dem wir leben und sowas, ist das natürlich auch für uns irgendwie das Relevanteste, was wir machen müssen. Und die Frage ist, wie modifiziert man die Oberflächenspannung von Wasser? Und vielleicht auch ein bisschen angeschlossen daran, warum will man das überhaupt machen? Ich werde Ihnen erst zeigen, wie man das macht, und dann werden wir danach diskutieren, warum das denn eine gute Idee ist. Und der eine oder andere oder die eine oder andere wird sich schon denken, dass das möglicherweise was mit dem Händewaschen zu tun hat. Das ist ja jetzt in Corona-Zeiten gerade besonders wichtig, aber da ist eben, wie Sie sehen werden, ist das genau die Reinigungswirkung von Seife basiert genau auf so Prinzipien. Okay, also es soll gehen um sogenannte Tenside, zu Englisch Surfactants. Und so ein Tensid sieht folgendermaßen aus. Also Surfactant kommt von Surface Active Agent. Das ist einfach eine Zusammensetzung.
Und die Definition davon ist eine Substanz, die die Oberflächenspannung verringert oder auch die Grenzflächenspannung verringert. So, was sind Surfactants? Das sind im Prinzip schizophrene Moleküle. Die beinhalten zwei verschiedene irgendwie Gruppen, sage ich mal, die sich gegenseitig nicht besonders gut leiden können. Und zwar sieht es so aus, ich muss eigentlich nicht anzeichnen, Sie sehen es ja hier, ein Teil des Moleküls ist hydrophil und hydrophil heißt, es liebt Wasser. Hydro ist Wasser, phil heißt irgendwie, weiß jetzt auch nicht genau, aber sowas wie Zuneigung, ne? Also generell mag das Wasser. Und ein anderer Teil im gleichen Molekül mag Wasser überhaupt nicht. Das ist hydrophob. Ne? Phob kommt von Phobie, heißt irgendwie Angst davor haben, also mag kein Wasser. Das heißt, man hat hier irgendwie eine besondere Situation, dass so ein Molekül immer in sich gespannt ist, weil ein Teil irgendwie was anderes möchte als das andere. Ne? Eine innerlich zerrissene Persönlichkeit. Wie sehen denn so Tenside erstmal ganz generell aus? Ich zeige Ihnen einfach mal ein paar chemische Formeln, damit Sie so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was ich damit meine mit so diesem abstrakten Cartoon hier. Ne? Also mit, vor allem mit diesem roten Punkt und blaue Kette. Da haben wir zum einen Moleküle, die geladen sind. Ne? Die vielleicht zwei berühmtesten ist Sodium-Dodecylsulfat, das sogenannte SDS. Das ist ein sogenanntes anionisches Tensid, weil das hier eine negative Ladung hat. Also Sie sehen, es ist hier eine Sulfatgruppe, ne, kommt also von der Schwefelsäure, hat hier eine negative Ladung, ist typischerweise natürlich ein Gegenion dabei. Wenn es sich jetzt in Wasser löst, verschwindet das Gegenion und diffundiert rum und es ist hier einfach eine negative Ladung. So, und an dieses Sulfation, chemisch gebunden, ist jetzt hier eine lange Alkylkette. Und da sehen Sie jetzt genau so diesen schizophrenen Charakter. Das hier wird auf jeden Fall Wasser sehr gerne mögen. Ist ein Ion, ist polar, hat ganz viele Sauerstoffgruppen und wird sich sehr gerne von den polaren Wassermolekülen umgeben lassen. Hier ist natürlich eine Alkylkette. Das ist quasi das gleiche wie ein Öl. Und wir wissen ja, dass sich Öl nicht mit Wasser mischt, weil solche Ketten einfach hydrophob sind und sich nicht gerne von Wasser umgeben lassen. Und das generiert jetzt sozusagen, wenn Sie wollen, diese innere Spannung. So, das Gleiche gilt für kationische Tenside. Da ist ein ganz berühmtes, das sogenannte Cetyl-Trimethyl-Ammonium-Bromid oder CTAP. Und das hat die gleiche Alkylkette, sehen Sie hier. Ich habe es hier nur ein bisschen abgekürzt, damit es besser auf die Tafel passt. Aber es ist das Gleiche wie das hier. Und jetzt hat es hier keine negative Ladung, sondern eine positive Ladung, in dem einfach so ein Ammoniumsalz quaternisiert wurde. Das heißt, Sie haben einen Stickstoff, an dem hier drei CH3-Gruppen dranhängen. Stickstoff hat fünf Elektronen oder freie Elektronenpaare. Das eine freie Elektronenpaar, was jetzt noch übrig war, ist sozusagen von der Alkylgruppe. Ah, sehr gut, danke. Jetzt ist es wahrscheinlich, nee, es war sogar aus. Okay, dann können wir vielleicht mal hier noch ein bisschen die Verdunklung runterfahren, dass man es besser sehen kann. Genau. So, also Sie sehen hier die positive Ladung von dem quaternisierten Ammoniumsalz und da hängt dann natürlich auch ein Gegenion dran. So, das sind typische ionische Tenside. Da gibt es auch Möglichkeiten, wie man nicht-ionische Tenside macht. Da habe ich heute zwei mitgebracht. Twin 20 ist ein essbares Tensid. Das ist sowas, was zum Beispiel in Eis oder in Lebensmitteln oft drin ist. Und Sie sehen, warum ist es essbar? Weil es hier auf dem Zucker basiert. Das ist die typische Struktur von einem Zucker. Und jetzt erkennt man hier vielleicht nicht auf den ersten Blick, wo eigentlich die hydrophilen und wo die hydrophoben Bestandteile sind. Ich zerlege das mal ein bisschen für Sie. Also hier hat man sogenannte PEG, Polyethylenglykol, oder in dem Fall vielleicht Oligoethylenglykolketten. Die sind hydrophil, dadurch, dass das Sauerstoff in der Kette drin ist und werden vor allem auch von der OH-Gruppe terminiert, die natürlich auch hydrophil ist. Eine OH-Gruppe ist ja sozusagen schon ein ganzes Stück nah am Wasser dran. Das Gleiche gilt für das hier. Das heißt, Sie haben hier in dem ganzen Bereich sehr viel hydrophile Einheiten. Und in dem letzten haben Sie hier auch eine hydrophile Einheit, aber hier versteckt sich die hydrophobe Kette. Das heißt, das hier ist der hydrophobe Teil und das alles hier ist der hydrophile Teil. Und dann haben Sie sogenannte Pluronics, das sind kommerziell verfügbare nicht-ionische Tenside. Das ist sowas, was beispielsweise in Waschmittel drin ist. Da haben Sie wiederum drei verschiedene Teile. Den Teil hier,
und den Teil hier, die wieder mit einer OH-Gruppe aufhören und mit diesem Polyethylenglykol-Teil sich sozusagen fortsetzen. Das ist der hydrophile Teil. Ich mache das mal gerade so hier hin. Also Sie haben hier was Hydrophiles. Und hier auch. Sorry, Hydro. Und hier in der Mitte haben Sie zwar auch einen Sauerstoff drin, aber hier ist auf einmal noch eine Methylgruppe. Und dadurch wird der ganze mittlere Teil signifikant weniger hydrophil und bildet dann den hydrophoben Block. Also den mache ich jetzt mal irgendwie hier vielleicht so rein. Und das ist jetzt hydrophob. Und jetzt ist vielleicht nicht auf den ersten Blick zu sehen, warum das Ganze auch mit so einer Kopf-Schwanz-Struktur beschrieben werden kann. Aber Sie können sich vorstellen, so eine Polymerkette ist ganz beweglich und die hydrophilen Teile, die können sich jetzt nach unten lagern und hier ist jetzt der hydrophobe Teil und hier sind wieder die hydrophilen Teile und haben Sie ungefähr so eine Struktur. Na, dann ist das jetzt hier hydrophob. Ich schreibe einfach mal phob. Und viel. Und dann sehen Sie schon, das wird im Prinzip genau durch das gleiche Schema beschrieben. Okay, das sind also sogenannte nicht-ionische Tenside. Und dann gibt es vielleicht noch eins, was ich Ihnen vorstellen wollte, ein bisschen Besonderes. Das nennt sich Phosphatidylcholin und ist ziemlich kompliziert. Also Sie sehen, das beinhaltet nicht nur eine Ladung, ne, eine positive Ladung, die wir hier schon bei dem CTAP-Molekül gesehen haben, dieses Trimethylammonium-Struktur. Es beinhaltet auch eine negative Ladung, das ist hier ein Phosphorsäurenester, hat hier die negative Ladung an dem Sauerstoff von der Phosphorgruppe. Und dann hat es hier zwei relativ lange Ketten, die hier und die hier. Und ich sag mal noch merkwürdiger, eine Kette hat eine Doppelbindung, die andere Kette hat keine Doppelbindung. So, jetzt die Frage, warum stelle ich Ihnen so ein merkwürdiges Molekül vor? Jetzt können Sie mal kurz überlegen, ob Ihnen das in Ihrem Leben schon mal untergekommen ist. Wenn Sie das überlegen, kann ich natürlich auch wieder die Gelegenheit nutzen, schnell ein bisschen die Tafel sauber zu machen. So, der oder die eine oder andere hatte vielleicht früher mal Bio-Leistungskurs oder eine fähige Lehrerin, auch in einem Bio-Grundkurs. Und da wird dieses Molekül vielleicht schon mal untergekommen sein. Das ist der Baustein, aus dem unsere Zellmembranen gebaut sind. Das ist das Lipid, was unser Körper verwendet, um Zellen aufzubauen. Also ich habe es mal hier ganz schematisch so aufgezeichnet. Ne? So malt man die typischerweise in der Doppelschicht. Und Sie sehen, dass man hat hier diese beiden langen Ketten. Das sind die hier oben und Sie haben diesen hydrophilen Kopf. Und der ist dieser Kopf hier. Und ohne jetzt ins Detail zu gehen, da könnte man natürlich ganze Vorlesungen drüber halten, wie genau diese Lipide aussehen. Ist auch nicht das einzige Lipid, was wir in unseren Zellmembranen haben, aber einer der Hauptbausteine. Was hier tatsächlich wichtig ist, ist, dass hier eine Doppelbindung ist und da nicht. Weil dadurch, dass die Doppelbindung da ist, können die Moleküle sich nicht besonders gut anordnen. Also das ist eigentlich ein bisschen übersimplifiziert. In Wirklichkeit hat jedes von denen hier noch so einen Knick drin. Und dieser Knick sorgt dafür, dass die Membran nicht kristallisieren kann, also eigentlich gar nicht so besonders gut sich anordnen kann, wie sie es vielleicht eigentlich möchten würde. Und das sorgt wiederum dafür, dass die Membran flüssig bleibt. Weil wenn das nicht da wäre, dann würde die Membran fest werden. Und eine feste Membran ist natürlich in einem biologischen Körper ziemlich blöd, weil es dann steif wird, aufreißen kann, sich nicht umbewegen kann und überhaupt die ganze Dynamik nicht mehr stattfinden kann. Da könnten Proteine auf der Oberfläche nicht mehr diffundieren und das ganze System, wie wir unsere Zellen aufbauen oder wie unsere Zellen, wenn sie so wollen, sich selbst aufbauen, wäre dadurch massiv gestört. Deshalb ist es tatsächlich wichtig, wie diese Strukturen hier aussehen. Aber das nur am Rande, wie gesagt, das geht, da könnte man beliebig detailliert werden. Ich wollte Ihnen das nur so ein bisschen als Information daran legen. So, jetzt wissen wir also, wie so Tenside typischerweise aussehen können. Was ich jetzt machen möchte, ist das hier nochmal kurz abschalten und mit Ihnen diskutieren, was passiert, wenn so Tenside jetzt ins Wasser geworfen werden. Also wir haben, und jetzt schalte ich auch das Licht wieder an. Erik, guck mal, ob man es gut sehen kann. Okay, super. Also wir haben hier unsere Tenside. Ich male sie nochmal so hin. Und jetzt schmeißen wir die in
einem Kübel voll Wasser. Und nochmal für alle, das hier ist hydrophil. Und das hier ist hydro. So, jetzt braucht es einen scharfsinnigen Verstand, zu überlegen, was so ein Molekül wohl machen wird, wenn es in Kontakt mit Wasser kommt. Die hydrophile Phase, also hier der Kopf, der hat überhaupt kein Problem damit. Der kann sich einfach ganz gemütlich in Wasser aufhalten. Der hydrophobe Teil hier, also diesen Schwanz hier, der möchte nach Möglichkeit nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Und jetzt gibt es natürlich genau einen bevorzugten Ort in dem ganzen System, bei dem genau beide Molekülteile sozusagen zufrieden sind. Und das ist, wenn das Molekül, Sie werden schon erahnen, an die Grenzfläche geht. Das heißt, ich fange damit an, fangen wir hier irgendwie A. Wenn ich nur ganz wenig Tensid dazugebe, dann werden die hydrophilen Teile in das Wasser rein. Hier ist Luft. Und die hydrophoben Teile aus dem Wasser raus oder in die Luftphase zeigen. Na, wenn ich jetzt hier noch ein zweites ran mal, ist das so. Gut, jetzt geht das eine ganze Zeit so weiter. Das heißt, ich kann jetzt auch hier, wenn ich jetzt immer mehr dazugebe, wird sich erstmal nichts ändern. Und die Oberfläche wird nach und nach dichter und dichter gepackt werden mit diesen Tensiden. Gut, und jetzt stellt sich die Frage, was passiert denn, wenn diese Tenside auf einmal so viel werden, dass kein Platz mehr an der Oberfläche ist. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, ich mache hier mal ein Ausrufezeichen hin, den diskutieren wir nämlich gleich noch ein bisschen mehr, wenn die Oberfläche so voll ist, dass die Tenside nicht weiter an die Oberfläche kommen können. Und jetzt ist die Frage, was passiert dann? Jetzt gibt es eine zweite Möglichkeit für die Tenside, sich irgendwie, wenn Sie so wollen, sich gemütlich zu machen in der Wasserphase. Und zwar so gemütlich zu machen, dass die hydrophilen Teile immer noch im Kontakt sind mit der Wasserphase und die hydrophoben Teile so wenig wie möglich. Und das ist, wenn die so eine Struktur bilden. Die machen einfach eine kleine Kugel und in der kleinen Kugel zeigen alle hydrophoben Teile nach innen und alle hydrophilen Teile nach außen. Ich fasse mal noch ein bisschen hoch. Und Sie sehen, auch jetzt ist hier wieder alles umgeben von Wasser. Das heißt, die hydrophilen Kopfgruppen zeigen in die Wasserphase, aber die hydrophoben Schwänze hier sind alle von sich selbst umgeben und bilden so ein kleines hydrophobes Compartment, wenn Sie so wollen, innerhalb von der Wasserphase. Ich schreibe hier mal hin, hydrophob. Und dieses ganze Konstrukt, was ich hier hingemalt habe, nennt sich eine Mizelle. Und aus dem Grund nennt sich dieser Punkt hier, den ich mit Ausrufezeichen markiert habe, die sogenannte CMC. Und das steht für Critical Micelle Concentration. Oder die kritische Konzentration von Tensiden, um Mizellen zu bilden. Das ist die sogenannte CMC hier. So, was gibt es dazu noch zu sagen? Mizellen, ich habe letztens im Supermarkt gesehen, es gibt Waschmittel, die nennen sich, irgendwie, das habe ich schon wieder vergessen, irgendwie basierend auf Mizellentechnologie. Und es klingt so total fancy und großartig, aber diese Mizellentechnologie ist nichts anderes als Wasser mit Seife. Also es ist gar nicht so speziell, wie man denkt, aber ich finde es immer wieder witzig, wie gut man so Sachen verkaufen kann, wenn man nur irgendwie Wörter verwendet, die vielleicht nicht jedem geläufig sind. Und so, was ich hier natürlich vergessen habe, draufzuschreiben, hier von links nach rechts wird die Konzentration natürlich erhöht. So,
So ist es also mit dieser CMC, der kritischen Mizellenkonzentration. Jetzt drängt sich die nächste Frage auf, wie kann man das denn bestimmen? Also offensichtlich wird es ja für verschiedene Tensiden möglicherweise unterschiedlich sein und vielleicht ist es für technische Prozesse auch wichtig, wo dieser CMC liegt, weil manchmal möchte ich vielleicht einfach nur möglichst viele Tenside an der Oberfläche haben und manchmal möchte ich vielleicht, dass ganz viele Mizellen da drin sind, also zum Beispiel in ihrem Reinigungswasser mit Mizellentechnologie. Deshalb ist es wichtig, irgendwie bestimmen zu können, wo erreichen wir den Punkt oder ab welcher Konzentration erreichen wir den Punkt, bei dem die Tenside anfangen, Mizellen zu bilden und nicht nur an die Grenzfläche zu gehen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie kann ich das messen? Was auch hier gebe ich Ihnen wieder mal 1-2 Minuten, um zu überlegen, was man machen könnte. Und der Trick wird sein, dass wir uns überlegen, welche Eigenschaften dieser wässrigen Lösung mit Tensiden verändert sich denn eigentlich, wenn ich auf einmal Mizellen habe oder beziehungsweise bevor ich Mizellen habe. Und wenn wir das wissen, haben wir auch einen Trick oder einen Händel, um das wirklich messen zu können. Ich mache mal hier schnell noch die Wasserstoffbrückenbindungen weg. So, also, ich schreibe mal hier das ganz allgemein. Also hier ist eine bestimmte Eigenschaft. Und hier ist die Tensidkonzentration. Und hier soll der Punkt sein, an dem Mizellen entstehen. Also hier ist die CMC. So, die erste Eigenschaft, die wir uns anschauen können, ist vielleicht auch die wichtigste, ist die Oberflächenspannung. Vielleicht zeichne ich die ja mal mit verschiedenen Farben ein, dass man es gut sehen kann. Hier hole ich gerade schon mal. Also wir können uns überlegen, die Moleküle gehen an die Grenzfläche, das sehen Sie hier. Und damit, wenn ich jetzt von oben auf die Grenzfläche drauf schaue, habe ich hier noch relativ viel Wasser. Und wir haben schon diskutiert, Wasser hat eine hohe Oberflächenspannung, dadurch, dass die Wasserstoffbrückenbindung der einzelnen Moleküle die Wassermoleküle stark zusammenhalten. Je mehr von den Tensiden ich drauf mache, desto mehr verändert sich jetzt hier aus der Vogelperspektive die eigentliche Zusammensetzung der Grenzfläche. Na, Sie können sich überlegen, wenn ich jetzt die Tenside hier drauf habe, dann ist das Wasser hier unten eigentlich gar nicht mehr genau an der Oberfläche, sondern nur noch hier diese Alkylketten. Und Sie hatten, wenn Sie sich erinnern, ein paar Folien weiter vorne gesehen, dass Alkylketten eigentlich eine relativ niedrige Oberflächenspannung haben. Bei Pentan oder sowas ist das so um die 20 Millinewton pro Meter, Wasser hat ungefähr 80 Millinewton pro Meter. Jetzt ist es natürlich nie perfekt, weil sie hier auch noch so ein bisschen Ladung haben, aber im Großen und Ganzen sieht jetzt für jemand, der nur von oben drauf schaut, das Wasser nicht mehr aus wie Wasser, sondern eher, wenn Sie so wollen, wie ein Öl. Das heißt, wir würden erwarten, dass mit steigender Tensidkonzentration die Oberflächenspannung immer niedriger wird. Das heißt, ich kann die Oberflächenspannung, male ich mal so hier hin, geht irgendwie hier immer weiter runter, je mehr Tenside ich an die Grenzfläche bringe. Und dann kommt irgendwann der Punkt, die Grenzfläche ist voll. Das heißt, wenn ich von hier oben drauf schaue, spielt es für mich keine weitere Rolle, wie viel Tenside ich dazugebe, weil ich hier nichts mehr tun kann. Das Einzige, was sich noch verändert, ist, dass die zusätzlichen Tenside immer mehr in das Volumen reingehen und diese Mizellen bilden. Aber die Mizellen spielen keine, zumindest keine große Rolle für die Oberflächenspannung. Das heißt, ich würde erwarten, dass ich hier einen Knick bekomme zu einigermaßen konstanten Oberflächenspannungen. Ich schreibe es auch mal hier hin. Oberflächenspannung.
Spannung. Und das ist auch schon die wichtigste Eigenschaft von Tensiden, dass sie die Oberflächenspannung senken kann. Also quasi den Teil hier. Das ist das Wichtige. Und ich kann es aber auch bequemerweise verwenden, um die Oberflächenspannung zu bestimmen. Ich messe einfach die, um die CMC zu bestimmen. Ich messe die Oberflächenspannung bei verschiedenen Konzentrationen und warte auf den Punkt, an dem das konstant wird. Und da weiß ich, ist meine CMC, meine Mizellenkonzentration. So, da gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, die man verwenden kann. Ich zeige Ihnen mal noch ein paar andere. Beispielsweise kann man sich die Trübung anschauen von der Lösung. Hier, wenn ich hier ins Wasser reinschaue, sehe ich, ich habe reines Wasser. Alle Tenside hängen nur an der Oberfläche. Das heißt, ich habe quasi keine Trübung. Genauso hier, weil immer noch nichts in der Wasserphase ist. Jetzt fange ich hier an, Mizellen zu bilden. Die sind zwar sehr klein, machen das Wasser aber ein bisschen trüber als vorher, weil auf einmal, wenn Sie so wollen, ein Partikel da drin rumschwimmt. Und je mehr von diesen Partikeln ich habe, desto mehr Trübung beobachte ich. Das heißt, hier habe ich jetzt eine Zunahme. Und auch hier habe ich wieder an der CMC so den Punkt, wo sich Sachen schlagartig ändern. Was kann ich noch messen? Ich kann zum Beispiel die Leitfähigkeit mir anschauen. Die Leitfähigkeit misst, wie viele Ionen im Wasser sind oder wie viele, wenn Sie so wollen, freie Ionen im Wasser sind. Der messe ich hier am Anfang. Ich sollte vielleicht mal noch ergänzen, hier können auch immer mal so einzelne Ionen drin sein. Habe ich eine Zunahme an freien Ionen, weil die Tenside noch nicht in den Mizellen vorliegen. Das heißt, ich bekomme hier bei der Leitfähigkeit erstmal relativ hohe Werte. Und sobald ich hier Mizellen bilde, wird die zusätzlichen Tenside oder zusätzlichen Ionen, die ich einbringe, gar nicht mehr dazu verwendet, um mehr Leitfähigkeit zu produzieren, sondern die bilden ja nur noch Klumpen. Das heißt, auf einmal nimmt die Leitfähigkeit dann immer weiter ab. Das ist dann hier sowas, was war ein bisschen gerader, ist noch ein bisschen deutlicher. Das ist hier die Leitfähigkeit. Und gerade schauen, was ich hier noch was habe. Dann kann ich noch den osmotischen Druck messen zum Beispiel. Der ändert sich. Osmotischer Druck beschreibt sozusagen, wie viele gelöste Sachen ich in meinem System habe. Der nimmt erstmal zu. Ich nehme nochmal eine andere Farbe. Weil ich hier noch freie Tenside habe. Und in dem Moment, wo ich Mizellen habe, nimmt der osmotische Druck auch zu, weil ich immer noch mehr gelöste Bestandteile habe. Aber die Bestandteile sind auf einmal in größere Aggregate zusammengefasst und zählen deshalb nicht so viel wie freie Moleküle. Das heißt, ich habe hier für den osmotischen Druck irgendwie so einen Verlauf. Tischer Druck. Okay, das heißt, Sie sehen, verschiedene Eigenschaften ändern sich auf verschiedenen Wegen. Das Wichtigste ist mit Sicherheit die Oberflächenspannung hier. Damit beschäftigen wir uns. Und das erlaubt uns, die kritische Mizellenkonzentration hier sehr genau zu bestimmen. Okay, so damit fahre ich die Tafel nochmal runter. Gehe zurück auf meine Folien. Schalte es wieder an. Also wir sind nach wie vor hier bei den Membranen. Das ist genau das, was ich Ihnen schon gezeigt habe. Und hier sind die Messungen. Also Sie sehen hier beispielsweise die Oberflächenspannung, Sie sehen den osmotischen Druck, Sie sehen die Trübung und so weiter. Es gibt noch verschiedene, Diffusionsfähigkeit geht runter, einfach weil die Materialien groß wird. Leitfähigkeit haben Sie hier auch schon gesehen und so weiter. Das heißt, es gibt, wie gesagt, verschiedene Händel, die wir haben, um das zu bestimmen. So, und jetzt möchte ich mit Ihnen noch kurz abschließend ein paar Faktoren bestimmen, die kritische Mizellenkonzentration bestimmen und dann noch kurz diskutieren, wozu das eigentlich wichtig ist. Also zum Ersten zeige ich Ihnen mal hier einen Graph aus einer Publikation, ist noch nicht so lange her. Sie sehen, es ist ein relativ komplexes Material. Das hat in dem Fall ist ein ionisches Tensid, was hier so eine Imidazoliumgruppe hat. Das heißt, hier ist die positive Ladung in diesem Ring drin. Und das hier, CnHn2+1, ist nichts anderes als die Alkylkette. Und was Sie jetzt hier sehen, für verschiedene Alkylketten, Sie sehen hier dunkelgrün C6, also eine Hexankette, und jetzt wird es hier immer länger bis C14, sehen Sie,
dass die Oberflächenspannung, sorry, der Verlauf dieser Kurve immer weiter nach links schiebt. Und was hier aufgetragen ist, ist die Oberflächenspannung. Und Sie sehen, die Oberflächenspannung fällt für alle Kurven ab und kommt hier auf einmal auf einen konstanten Wert. Und das ist genau das, was wir eben vorhergesagt haben, dass wir so die CMC bestimmen können. Hier ist sozusagen immer mehr freies Tensid, was die Oberfläche voll macht. An dem Punkt hier ist die Oberfläche voll und ich kann so viel Tensid dazugeben, wie ich möchte. Es verändert sich gar nichts mehr. Wir müssen aufpassen, hier das ist logarithmisch aufgetragen, deshalb geht das so steil runter. Und hier unten ist die Konzentration, das habe ich leider nicht beschriftet, die Konzentration von Tensid angegeben. So, was Sie jetzt hier rausnehmen können, ist, dass je länger der hydrophobe Teil ist, desto weniger Moleküle müssen Sie an die Grenzfläche bringen, damit die Grenzfläche voll gepackt ist. Dann ist die Frage, warum ist das denn so? Auch da können Sie kurz drüber nachdenken. Dazu lohnt es sich vielleicht zu überlegen, wie stark ist denn die Tendenz, von den einzelnen Partikeln an die Grenzfläche zu gehen, von den einzelnen Molekülen. Und je länger der hydrophobe Teil ist, desto weniger gern mögen die Tenside das Wasser. Das heißt, die werden immer wasserscheuer und wasserscheuer und werden immer effizienter an die Grenzfläche drangehen. Das ist der erste Effekt. Das heißt, hier haben Sie noch eine relativ gute Löslichkeit und es braucht einfach viel mehr Moleküle, bis die Grenzfläche voll ist. Wohingegen hier, beim Schwarzen jetzt, ist die Löslichkeit im Wasser schon so niedrig, dass mehr oder weniger jedes Molekül, ist natürlich nicht ganz richtig, aber der Großteil der Moleküle direkt an die Grenzfläche geht. Das macht es schon mal viel effizienter als Tensid. Und das Zweite ist, dass natürlich die längeren Ketten viel besser an der Grenzfläche auch packen können und eine viel bessere Struktur bilden können. Einfach dadurch, dass sie viel weiter herausragen. Und es hilft auch dazu, sozusagen größere Teile der Wasseroberfläche abzudecken und entsprechend die Grenzflächenspannung oder die Effizienz pro Molekül zu erhöhen. Das heißt, was wir hier mitnehmen können, ist, wenn ich ein sehr effizientes Tensid designen will, dann sollte ich die Kopfgruppe immer länger machen. Ja, dadurch wird die CMC immer niedriger und das heißt, jedes Molekül trägt stärker zur Reduktion der Oberflächenspannung bei. Gut, das zweite Beispiel, was ich hier noch geben möchte, ist, hier ist verglichen auf der linken Seite SDS, ein ionisches Tensid. Ne, Sie erinnern sich, das hat eine negative Ladung in der Sulfatgruppe. Und die Oberflächenspannung, und Sie sehen hier einigermaßen deutlich den Verlauf. Und auf der linken Seite ist Tween 80, wenn Sie sich erinnern, das war eins dieser Moleküle, die eine Zuckergruppe haben und dann hinten so eine hydrophobe Alkylgruppe. Also es hat keine ionischen Ladungen. Und da sehen Sie den gleichen Verlauf, Sie haben hier ein paar Messwerte relativ hoch und dann fällt die Kurve sehr schnell ab und ist hier dann sehr niedrig. Und wenn Sie das jetzt genau vergleichen, kommt vielleicht nicht so gut raus, weil das hier so viele Nachkommastellen hat, ist hier der Knick ungefähr bei 0,008 Mol pro Liter, also 8 Millimol. Ich habe es auch hier nochmal hingeschrieben. Und wenn Sie hier vergleichen, ist das eine ganze Größenordnung kleiner. Es ist bei 0,0002 Mol pro Liter, also ungefähr 0,3 Millimol pro Liter. Das heißt, nicht-ionische Tenside haben eine viel stärkere Effizienz, die Oberfläche abzusättigen und eine viel niedrigere kritische Mizellenkonzentration als ionische Tenside. Und auch da lohnt sich vielleicht mal kurz drüber nachzudenken, warum das so ist oder was es für Gründe gibt, warum das so sein kann. Ja, und das hängt damit zusammen, dass sich gleiche Ladungen immer abstoßen. Das heißt, wenn Sie ionische Gruppen haben und die ionischen Gruppen möchten ja, wenn ich gerade nochmal hier zurückgehe, werden ja hier bei zunehmender oder bei Zunahme von der Konzentration immer stärker an der Grenzfläche gepackt, dann stoßen die sich hier immer mehr ab. Das heißt, sie zwingen die Gruppen dazu, auf einmal gleich geladene Gruppen sehr stark nebeneinander zu haben. Und das mögen die Gruppen, das mögen die ionischen Tenside natürlich viel weniger als die nicht-ionischen Tenside und haben daher eine stärkere Resistenz, so eng zu packen. Das heißt, sie müssen mehr dazugeben, um diese Tendenz zu überkommen. Und bei nicht-ionischen Tensiden ist das gar nicht mehr der Fall. Also die stoßen sich einfach gar nicht ab, können sehr effizient packen und haben deshalb sehr schnell die Grenzfläche abgesättigt. Das ist genau das, was man jetzt hier sieht, dass sie sozusagen eine Größenordnung weniger Tenside dazugeben müssen, um den gleichen Effekt zu erzielen.
Das hängt natürlich auch insgesamt noch davon ab, wie groß die Moleküle an sich sind und so weiter, aber der Trend ist generell immer der gleiche, dass Ladungen sozusagen erstmal kompensiert werden müssen, bis die Grenzfläche genauso gut abgesättigt ist. Gut, so viel zu den Tensiden an sich oder zu der Physik, wenn Sie so wollen, oder der Grenzflächenphysik von Tensiden. Das ist natürlich hier nur ein kleiner Abriss, den ich Ihnen geben will. Das Wichtigste, was wir hier mitnehmen, ist, dass Tenside die Oberflächenspannung senken, dadurch, dass sie einen amphiphilen Charakter haben und dass man irgendwann zu dem Punkt kommt, dass auf einmal Mizellen entstehen, was wir jetzt hier unten an der Tafel hatten, und sich sozusagen eine zweite Struktur von diesen Molekülen in Lösung ausbaut. In Wirklichkeit ist das ganze Feld natürlich noch viel größer und insbesondere, ich sitze jetzt nochmal gerade hier hoch war, ist noch ganz viel sozusagen zu entdecken, was die Mizellen an sich angeht. Die müssen nämlich nicht nur sphärisch sein, die können auch zylinderförmig sein, es können auch Vesikel entstehen oder auch Membranen, wenn Sie dran denken, wie das in der Biologie ist. Da entstehen ja keine kleinen Mizellen, sondern unsere Zellen bestehen aus ganz ausgebreiteten, dünnen Filmen, also sogenannten Lipid-Doppelschichten. Da möchte ich jetzt hier aber nicht weiter drauf eingehen, sondern das sind alles sozusagen Details, die in der molekularen Struktur von den Tensiden verborgen liegt. Und wenn der Interesse hat, mehr zu lernen, den lege ich die folgende Vorlesung. Die nennt sich Selbstorganisationsprozesse. Die lege ich Ihnen ans Herzen. Die wird gehalten von mir, Robin Klopp-Taylor und Michael Engel zusammen. Und die ist im Master für CBI, CN, LSE und so weiter als Wahlpflichtfach vorgelassen. Da stelle ich persönlich die Selbstorganisation von molekularen Bausteinen in solche geordneten Strukturen vor. Und das ein ganz wichtiges Teil ist genau, was für Mizellen gebildet werden, wie man die Form vorhersagen kann, wie man die Form steuern kann, beeinflussen kann, messen kann und so weiter und so fort. Hier soll im Prinzip das reichen, dass wir Mizellen bilden können. Die sind typischerweise sphärisch, aber wie gesagt nicht immer. Und die Tenside an sich erniedrigen die Oberflächenspannung. Gut, abschließende Worte. Wozu braucht man das Ganze eigentlich? Da möchte ich Ihnen einfach mal zwei, drei Beispiele vorstellen. Das Schönste vielleicht sind Seifenblasen, ne, oder natürlich auch im Bierschaum sind Tenside drin. Und wenn ich jetzt hier reinzoome, dann ist die Frage, was passiert da eigentlich? Wie sieht so eine Seifenblase, wenn Sie so wollen, von innen aus? Und hier in der Seifenblase habe ich jetzt einen ganz großen Wasserfilm. Und ich male mal jetzt nur eine halbe Seifenblase. Sie können sich, glaube ich, vorstellen, wie das insgesamt aussieht. Und in dem Wasserfilm sind Seifenmoleküle drin. Oft STS, also Sie können das wirklich zu Hause nachbauen. Ich glaube, jeder kennt auch die Seifenblasenlösungen. Und hier ordnen sich jetzt die Tenside in diesem dünnen Film nicht als Mizelle an, sondern als Doppelschicht. Und so geht das immer weiter. Das heißt, die Seifenblase ist sozusagen eine reine Grenzfläche. Sie haben da nur Tenside an der Innen- und Außenseite und die fliegt rum und bleibt so lang stabil, bis der Wasserfilm hier komplett verdunstet ist und dann platzt die Seifenblase auf. Deshalb kann man Seifenblasen besser machen, wenn man dann irgendwas reinmacht, was viskoser ist oder langsamer verdunstet, Ethylenglykol zum Beispiel, damit die Seifenblasen länger stabil sind. Das ist in den kommerziellen Seifenblasenlösungen drin. Oder auch wenn Sie diese Leute kennen, die Riesenseifenblasen machen, das geht dann nicht mehr mit Wasser. Aber ganz generell, wenn Sie mal eine Seifenblase beobachten, werden Sie auch sehen, die Farbe ändert sich. Erst wird sie schillernd, dann wird sie immer weniger schillernd und irgendwann platzt sie. Und die Farbe wird gegeben durch die Dicke von diesem Film hier. Und je dünner die wird, desto mehr verändert sich dann die Farbe. Können Sie also direkt, wenn Sie das nächste Mal eine Seifenblasenlösung sehen, schauen Sie sich das mal ein bisschen genauer an. Da sehen Sie ganz viel Grenzflächenphysik und übrigens auch optische Eigenschaften von solchen kleinen Strukturen sozusagen in Action. Wie sieht es im Bierschaum aus? Das ist im Prinzip genau das Gleiche, nur dass Sie da jetzt sozusagen ganz viele verbundene, jetzt kann ich, wie ich das gut malen kann, Sie haben Luft. Und das Luft ist umgeben von Wasser. Ne, hier ist jetzt quasi. Und der Schaum wird dadurch stabil gehalten, dass auch Tenside drin sind, die sich an diese Grenzflächen setzen
damit die Grenzflächenspannung möglichst niedrig ist, damit das System sozusagen keine Energiestrafe zahlt, den Schaum zu bauen und der entsprechend stabil bleibt. Jetzt wäre die Frage, natürlich machen Sie keine Seife in Bier rein, also können Sie natürlich machen, ist aber nicht so besonders lecker, sondern die Frage ist, was sorgt denn in Bier oder vielleicht auch im Kaffee dafür, dass der Schaum stabil bleibt? Und auch da ist die Lösung, dass im Schaum an sich oder so in der Milch an sich oder auch im Bier sind ganz viele Proteine drin. Und die kommen aus dem Brauprozess, in der Milch sind ganz viele Proteine. Und Proteine sind auch Substanzen, die natürlich extrem kompliziert sind, aber die man sich irgendwie so vorstellen kann. Man hat hier irgendwie ein Polymer aus Aminosäuren, das kann dann auch irgendwie gut geordnet sein, ne, in so Helices oder Faltblätter angeordnet. Und die haben immer Domänen, wo Ladungen dran sind. Also könnte hier zum Beispiel eine negative Ladung sein oder auch positive Ladungen. Und andere Domänen, die dann zum Beispiel jetzt sowas hydrophobe Teile haben oder Benzolringe. Das heißt, insgesamt ist so ein Protein, wenn Sie sich das jetzt ganz grob anschauen, sieht es irgendwie so aus. Irgendwo ist eine Ladung und irgendwo ist ein hydrophober Bereich. Und damit sind ganz viele Proteine nichts anderes als Tenside, die die Natur hervorbringt. Kleine Kugeln, die unregelmäßig geladen sind. Und die können nämlich ganz genauso an Grenzflächen gehen. Und jetzt sitzen hier quasi überall diese kleinen Tenside, also Proteine, und stabilisieren den Bierschaum, damit der möglichst lange stabil bleibt. Und das Gleiche gilt auch für Kaffee natürlich. So, und ich habe Ihnen noch kurz was vorbereitet. Mein Doktorand Erik hat mich nämlich darauf hingewiesen, dass es hier im Moment einen Trend gibt, der sich Dalgona-Kaffee nennt. Können Sie mal googeln. Ich habe einfach mal jetzt hier ein YouTube-Video aufgemacht und zeige Ihnen einfach mal ganz kurz, was da passiert. Da sehen Sie, das ist Kaffee, der offensichtlich so einen ganz starken, kann man das so sagen, Erik, einen ganz starken Schaum hat. Ne? Und der wird hergestellt dadurch, dass man Instant-Kaffeepulver, ist das richtig, mischt mit ganz viel Zucker und dann mega stark aufschlägt. Der Herr erklärt das jetzt auch genauer, also Sie können auch, hier sehen Sie den Link, schauen Sie sich da ganz genau an. Aber es wird ganz stark aufgeschlagen, damit der Schaum möglichst stabil bleibt und dann eben so ganz, wie soll man das fast so nennen, also fast schon so knetig oder ganz, wie willst du sagen, Erik, hart wird. Und das liegt jetzt daran, dass der, ich mach's mal wieder aus, also Sie können es ja noch einmal angucken, dass der Schaum wird dadurch ganz stabil, dass viel Zucker drin ist. Das erhöht die Viskosität der Lösung. Ne, das ist genau das. Jetzt mache ich es mal wieder aus hier und gehe zurück an die Tafel. So, und um an die Tafel zu gehen, muss ich hier wieder in die Präsentation rein. Also was ist der Trick? Sie brauchen den Schaum, ne, oder sozusagen eine Seifenblase, die möglichst lang stabil bleibt und nicht kaputt geht. Und in dem Instant-Kaffeepulver sind jetzt ölhaltige Bestandteile von dem Kaffee drin. Das heißt, sie haben automatisch schon was Öliges, was die innere Phase bilden kann. Und sie haben Zucker, der ganz, oder eine konzentrierte Zuckerlösung, die ganz viskos ist. Und das führt dazu, dass diese ganze Dynamik von diesem Prozess ganz stark reduziert wird und der Schaum deshalb viel, viel länger stabil bleibt, weil er einfach nicht verdunsten kann. Ja, und das Öl wird sozusagen von den Tensiden eingeschlossen und stabilisiert es auch weiter. Ist das richtig, Erik? Genau. Also nur, mir war das nicht bewusst. Ich habe das erst heute Morgen gelernt, dass es so einen Trend gibt. Bei Langeweile werde ich das vielleicht mal zu Hause probieren. Und das Letzte, was ich Ihnen, können Sie natürlich auch machen, falls Sie Instant-Pulver zu Hause haben, können Sie einfach mal stark quirlen und viel Zucker reinmachen und dann, naja, sehen Sie ja, wie das dann passiert. Das Letzte, was ich jetzt wirklich diskutieren will, ist das Wichtigste eigentlich, wozu Tenside gut sind, und das ist natürlich nicht nur, um Seifenblasen zu machen und Schaum besser zu stabilisieren, sondern im Waschvorgang. Also was passiert da? Sie können sich vorstellen, Sie haben jetzt hier irgendwie ein Schmutzpartikel. In dem Fall fällt er jetzt gerade auf die Wassergrenzfläche, aber typischerweise, vielleicht mache ich das auch gerade nochmal kurz an, typischerweise haben Sie natürlich beim Waschvorgang jetzt beispielsweise Öl an Ihren Fingern oder Dreck an Ihrer Hose oder so irgendwas. Sie haben also hier eine feste Oberfläche. Hier ist jetzt Oberfläche. Hier ist jetzt Dreck. Und der ist oft nicht wasserlöslich. Kann was Öliges sein oder sowas. Und jetzt kommen die ganzen Tenside und adsorbieren auf diesem Dreckpartikel
so, dass die hydrophoben Teile zum Dreck zeigen und die hydrophilen Teile ins Wasser. So, und wenn Sie jetzt noch ordentlich waschen oder vielleicht die Wäsche gut durchknäuen oder die Waschmaschine wirbelt es rum, ne, dann wird es hier quasi immer weiter mechanisch gelockert und der Dreck kann immer mehr von dem Tensiden umgeben werden. Und irgendwann kommt der Moment, wo die Oberfläche sozusagen frei ist und der Dreck wegschwimmt und komplett von Tensiden umgeben ist und damit, wenn Sie so wollen, in Wasser löslich gemacht wurde. Und das ist die Grundlage von einem Waschvorgang. Und was Sie jetzt machen können, wenn Sie das Video ausschalten, gehen Sie mal in Ihre Küche, gießen sich ein bisschen Öl über die Finger und dann versuchen Sie das mal wegzuwaschen, einmal mit Wasser und danach mit Seife. Und dann sehen Sie genau, was ich hier meine. Gut, damit sind wir auch schon am Ende der Stunde von heute. Und da fasse ich nochmal vielleicht ganz kurz zusammen. Wie gesagt, wir sind immer noch in dem Kapitel flüssige Grenzflächen, aber wir haben gelernt, dass Grenzflächen eine höhere Energie haben. Das ist tatsächlich sehr wichtig, dass die Oberflächenspannung daraus resultiert, dass die Verteilung der attraktiven Wechselwirkungen unterschiedlich ist und deshalb eine Kraft in das Volumen gerichtet wird, entsteht. Die zieht sozusagen die Oberfläche zusammen. Man kann die Oberflächenspannung messen oder auch thermodynamisch beschreiben, indem man die Größe der Oberfläche verändert und dann misst, wie sich die Kraft ändert. Das macht zum Beispiel die Wilhelmi-Platte. Dann haben wir gesehen, dass wir Tenside verwenden können, um die Oberflächenspannung zu manipulieren und dass diese Tenside Micellen bilden und auch dazu helfen, Reinigungsprozesse effektiver zu gestalten. Und gerade in Zeiten von Corona sollten Sie diesen Reinigungsprozesse möglichst häufig ausprobieren und am besten mit viel Seife, damit es am effizientesten ist. Und damit bedanke ich mich. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Tschüss.